Hallo ihr Lieben, jetzt erläutere ich euch mal ein paar Fragen, warum Nina bei W&L kündigt. Ach Nina, gut, dass du da bist. Ich kann Navarro nicht erreichen. Nina hat jetzt endlich mal den Mut gefasst, weil sie das Lost Places Projekt so gerne umsetzen möchte und Katrin es nun so nicht wollte, hat sie sich in letzter Sekunde dazu entschlossen, das alleine durchzuziehen mit Carlos zusammen, ohne W&L und ja, macht Nägel mit Köpfen und kündigt. Absolut. Und darum kündige ich. Ja, die beiden, manchmal sind die sich so ein bisschen spinnefeind und dann funktioniert es wieder ganz gut. Wir können das abkürzen. Diese Gebäude sind nicht, was ich suche. Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Großartig. Diese verschiedenen Ebenen. Arbeiten Sie das Projekt aus. Das war der perfekte Pitch. Wenn du deinen Job behalten möchtest, solltest du deine Kompetenzen in Zukunft besser nicht überschreiten. Also entweder verkaufst du Navarro die abgespeckte Variante oder du überzeugst ihn, mehr Geld zu investieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was die Freundschaft in Anführungsstrichen von den beiden auch so ausmacht. Sie haben immer gesagt, sie wollen beruflich und privates trennen. Das funktioniert bei den Zweien nicht immer gut. Navarro will das alte Badehaus oder gar nichts. Das hat er sehr deutlich gemacht. Und das wäre alles nicht passiert, wenn du dich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hättest. Sonst wäre er schon längst abgesprungen. Dann kündigen Sie und arbeiten exklusiv für mich. Du willst wirklich eine Firma gründen? Mit dir? Und Nina strampelt sich natürlich auch immer weiter frei und möchte auch eigenständiger arbeiten. Und ich glaube, es ist für Katrin immer schwer, da auch noch ein Stück loszulassen. Ich habe Navarro zugesagt. Wir gründen eine Firma und bauen das alte Badehaus nach unseren Vorstellungen um. Sobald Katrin von meinem Deal mit Navarro weiß, ist das Vertrauensverhältnis gestört und dann verklagt sie mich. Och, zwischen Nina und Carlos, das ist auch immer ein aufregendes Hin und Her. Ne? Man denkt so, kriegen sie sich jetzt oder kriegen sie sich doch nicht? Dann zanken sie doch lieber wieder ein bisschen. Das ist auch eine spannende Konstellation mit den beiden. Ich glaube, es wird auch noch weiterhin spannend bleiben. Und ich finde es auch ganz schön irgendwie. Hey, Compadre, zwei Champagner bitte. Bring die ganze Flasche. Wir feiern eine Firmengründung. Sehr gerne. Ob die beiden eine amoröse Zukunft haben, meinst du? Ich weiß es nicht, vielleicht, wer weiß. Es ist ja noch alles offen. Obwohl es natürlich schwierig ist. Ne? Es ist ja nach wie vor der Mann ihrer Schwester. Darum kündigst du. Du klaust uns den Kunden und das Projekt. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken!